Die Reise bis hierher. 1000 Seelen rufen nach Vergeltung. Eine gewaltige Schlacht. Ein alter Freund kehrt zurück. Der Weg zum Quell ist dir noch versperrt, Reiter. Aber für jedes Tor gibt es Schlüssel. Ich kenne diesen Ort nicht. Wohin hast du mich gebracht? Dieser Ort heißt Ödlicht. Er ist ein Außenposten, weit hinter den Himmelspforten. Und hier halten die Engel den Schlüssel zum Quell der Seelen verborgen. Warum hier? Warum nicht in der Weißen Stadt? Unter den Engeln gibt es einige, die den Schlüssel zu eigenen Zwecken missbrauchen würden. Daher wurde er hier versteckt, um ihn vor deren Plänen zu schützen. So hofften sie zumindest. Der Quell hat Macht über alles Leben? Hat er. Obgleich ich vermute, dass mehr hinter deiner Frage steckt. Los, Reiter, frag schon. Die vier haben nie von dem Quell gewusst. Warum wurde uns das vorenthalten? Aus Angst vor dem, was sie mit dem Wissen hätten tun können. Die Nephilim durften nicht weiter die Schöpfung verheeren. Sie mussten tot bleiben. Dann kann der Quell sie also zurückbringen. Und so kommen wir zur Wurzel von allem. Ja, der Quell ist der Ursprung allen Lebens. Engel, Dämonen, Menschen, sogar Nephilim. Doch mit ihren Klingen brachten sie das Chaos. Und daraus wurde das Verderben geboren. Es war richtig von dir, sie zu vernichten. Gut, hier hätten wir alle Informationen. Und ich gebe euch mal ein ganz kleines Update. Ich war eben nämlich gerade noch bei Vulgrim und wir haben uns da diesen Schlüssel geholt. Ich war unten in der Schatzkammer und habe nur Plunder bekommen, also wirklich nichts, was wir gebrauchen können. Aber wir hatten ja noch 10 Münzen und deswegen habe ich mir hier eben gerade eine besessene Kiste besorgt. Darin war natürlich eine neue besessene Waffe und die ist natürlich deutlich besser als meine alte Waffe. Wie man hier sehen kann, mehr kritischen Schaden und mehr Chancen auf kritischen Schaden, dazu noch den Inferno-Schaden und eben auch allgemein mehr Schaden. Okay, wir müssen wo lang? Einmal hier runter. Normalerweise würde ich solche besonderen Wege mit euch gemeinsam gehen, aber es war wirklich so langweilig. Ich bin da einfach nur ungefähr 20 Minuten in der Gegend rumgelaufen, um dann eben so eine kleine Schatzkammer aufzumachen mit 2 Kisten drin. Insgesamt gibt es da unten 3. Ein Talisman gab es noch, der war aber auch nicht wirklich besonders. Und ja, hat sich einfach nicht gelohnt. Machen wir lieber mal hier ein wenig mit der Story weiter. So, da wären wir, Ödlicht. Was haben wir hier oben? Was war das eben gerade? Mein Vogel irgendwo da hinten. Aber wir müssen hier weiter. Oh, eine Gratistruhe. Die nehme ich natürlich gerne. Etwas Grünes, naja. Eine Vulgrim, alte Kotze. Komm näher und sieh, was Vulgrim zu bieten hat. Frische Waren. Na gut, wir sparen hier wieder auf 20 hin. Denn die anderen Sachen geben einfach wenig Sinn, finde ich. Also wenn schon, dann nimmt man was Besessenes. Weil ich glaube, bis jetzt wurde im ganzen Spiel bei mir erst eine besessene Sense gedroppt. Alles andere waren irgendwelche anderen Sachen, aber meine Drops waren bis jetzt immer, ja, geht so. Die meisten Sachen musste ich dann doch wirklich kaufen. Oh, da drüben. Eine weitere Kammer. Wären wir lieber mal in die reingegangen. Und hier sogar noch eine Münze. Zack, die nehmen wir mit. Dann wären wir schon wieder bei 9. Und hier oben sogar noch ein Stein. Moment, einmal so.
17 Stück mittlerweile. Na, wann sind wir denn endlich da? Ein langer, einsamer Ritt. Der Kristallturm. Er kommt! Na supi! Besessene Engel! Genau mein Ding! Ich hab Ghule, Freunde! Alle Gegner müssen schwinden! Und weg mit euch! Tja, hier mit den neuen Klingen gehen wir ganz schön ab. Außerdem... Bei Abadons Auge. Du bist es. Zu mir, schnell! Reiter! Und nun, zusammenkämpfen, außerdem... Knie nieder vor uns! Alles klar, okay. Kämpfen wir erstmal. Danach gibt's Gequatsche. Erstmal Gemetzel. Neue Ghule gibt's auch noch. Und natürlich die Ernte. Erstmal hier ein bisschen Zorn. Wir nehmen gleich noch so einen Drang. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt auch Ahitnas Clown dabei habe. Da wir ja mit der neuen Waffe mehr Crit machen, können wir auch die Klauen mitnehmen. Hier sieht man es ja, wir hauen so dermaßen schnell damit rein. Bam! Und einmal in der Mitte durch. Was mit der Ernte und neue Ghule. Wow, 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 wow. Die Engel halten aber jede Menge aus. Neue Ghule. Alle Gegner müssen schwinden. Willkommen in Ödlicht, Reiter. Von Krieger zu Krieger. Kenne ich dich? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Beide findest du im Kristallturm. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Was hat mich verraten? Der Archon ist in dieser Richtung, Reiter. Vielleicht bin ich in anderer Angelegenheit hier. Wenn diese Angelegenheit dich zum Reich der Toten führt, dienst du dem Licht, um diese Schriftrolle zu überbringen. Okay, was haben wir hier? Ein Schreiben. Ah ja, wahrscheinlich eine Nebenmission. Und welche Angelegenheit führt dich in das Land der Leichname? Ich suche einen alten Freund, eine verlorene Seele. Welchen besseren Ort gibt es, um nach ihm zu suchen? Bring diese Schriftrolle zum Hof der Untoten, damit sie mir meine Frage beantworten. Ich suche nach einem Schlüssel. Ich nehme an, dass es kein einfacher Schlüssel ist, den du suchst. Daher solltest du den Archon konsultieren. Von der Spitze seines Turms sieht er viel. Und wer ist dieser Archon? Lucien ist das Oberhaupt des Skriptoriums. Jene Engel, die alles niederschreiben, was er sieht, wenn er in den Schatten blickt. In der Elfenbein-Zitadelle werden ihre Aufzeichnungen aufbewahrt. Ein Archiv jenseits aller Vorstellungskraft. Wo ist diese Zitadelle? Verloren hinter dem Nebel. Bete, dass deine Angelegenheiten dich niemals dorthin führen. Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten. Wir nennen ihn Ödlicht, denn wir haben einiges in der Weißen Stadt zurückgelassen.
Hier sind wir näher an der Finsternis. Wie kommt es, dass du die Höllenwache verlassen hast? Abaddon schickte mich hierher, um den Kristallturm zu bewachen. Und den Archon. Es steht viel auf dem Spiel, sollte der Turm fallen. Okay, jede Menge neue Infos. Abaddon. Abaddon hat ihn also hierher geschickt. Ich habe alles, was ein Engel braucht. Aha, hier hätten wir also unseren Händler sogar. Schauen wir mal rein, was hat er denn so alles? Moment, hier drüben. Also, nein. Nein. Immer Magieschaden. Warum keinen normalen? Den brauchen wir gar nicht, den Magieschaden. Naja. Und hier drüben? Da komm, da komm, da komm. Irgendwas für mich. Oh. Yes. Ah ne, Magieschaden. Oh, ich habe mich schon gefreut. Magieschaden. 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 Gibt's doch nicht. Finde den einen, der den Thron bewacht. Er wird meine Antwort haben. Alles klar. Also, wir müssen die Schriftrolle nicht zum Kanzler bringen. Der ganze Himmel ist gegen dich. Nur gerade genug davon, dass du dir Sorgen machen musst. Okay, danke für die Info. Na, was haben wir hier? Anonym. Wer ist anonym? Da bekommen wir Feuerprobe. Und sonst leer, leer, leer. Gehen wir mal hier hin. Auch leer. Also, wir müssen einmal zum Kanzler. Zu dem Kanzler, wo wir die ganze Zeit waren. Oder zu dem hier. Nee, wir müssen zu dem Kanzler, wo wir die ganze Zeit waren. Also gehen wir da mal hin. Und zwar einmal mit der Schriftrolle. Da müssen wir hier unten wieder hin. So, hier drüben. Und dann reisen wir wieder in das Reich der Toten. Na, alter Mann. Ich werde hier bleiben, beim Baum. Solltest du mich brauchen. Okay. So. Dann gehen wir mal zu dem guten alten Kanzler hier unten hin. Viel Rumgereise. Aber ich denke mal, wir müssen zu dem. Einen anderen Kanzler kennen wir hier doch gar nicht. So, mein Freund. Tod. Immer wieder ein Vergnügen. Bringen wir es hinter uns, bevor ich etwas vollbringe, das wir beide bereuen würden. Die Seele, die du suchst, hat diesen Hof nie passiert. Bist du sicher? Oh ja. Ich hätte es genossen, eine Seele dieser Größenordnung in unserem Reich zu empfangen. Ich kenne den Namen auf der Schriftrolle nicht. Er ist älter als die Nephilim und gehört einer Person, die dir sehr vertraut ist. Doch, oh weh, jetzt trägt er einen anderen Namen. Erleuchte mich. Worin liegt da das Vergnügen? Dafür habe ich keine Zeit. Schade, dass du so übel gelaunt bist. Es gibt so viel, das wir füreinander tun könnten. Und die Belohnung wäre beachtlich. Du musst lediglich Gerüchte untersuchen, die sich gerade auf den Ebenen der Toten ausbreiten. Über ein sehr altes Labyrinth, das unserem gefürchteten Herrn unachtsame Seelen stiehlt. Du meinst das Labyrinth des Lenkers? Hier geht es nicht nur um Labyrinthe. Der Seelenlenker ist ein lange verschwunden geglaubter Feind des Throns. Bevor er verschwand, nahm er etwas,
das der König unbedingt haben will. Kein Zweifel, dieses Labyrinth bewahrt es. Finde den Seelenlenker und bring seine Beute zurück. Auf solches Geschwätz solltest du nicht hören. Finde das Labyrinth des Lenkers und kehre zu mir zurück. Dann muss ich es nicht finden. Okay, die Beute des Kanzlers. Wir müssen in das Labyrinth des Seelenlenkers. Was ist denn jetzt? Und wir können wieder zu unserem Engelfreund zurück. Hier drüben will ich noch hin. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Neue Ware ist immer gut, also was hat er denn so? Nein, hier drüben, schauen wir mal. Nee. Oh, die hier. Die wären gar nicht mal so übel. 24% kritischer Schaden, mehr Verteidigung, mehr Kraft, die nehmen wir uns mal. Das habe ich seit Ewigkeiten selber behalten. Magieschaden. Oh, 16%. Wir würden mehr Erfahrungspunkte bekommen. Wir würden Gesundheit bei Exekutionen bekommen. Mehr Magie und wir würden dafür aber Widerstand verlieren. Was hätten wir hier? Magieschaden. Immer dieser verdammte Magieschaden. Schon wieder. Immer wieder Magieschaden. Keine Ahnung wieso. Ja, komm. Wir haben genügend Kohle, den nehmen wir mit. Tränke brauchen ich möchte, dass keine. Du das nimmst. Doch, wo willst du es hin tun? I don't know. Nein, ja. Einmal hier drüben. Den hier. Naja, der andere sah doch ein bisschen besser aus. Aber Magieschaden brauchen wir nicht. Und hier haben wir eben 2% mehr. Und dann hatten wir den hier noch. So. 1632 machen wir mit der Hauptwaffe. Ja, hier drüben sieht man dieses eine Dämonenherz. Bringt eben 0. Stufe 14, absoluter Mist. Bis zum nächsten Mal. Und genau das sage ich auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Haut rein und tschüss.